Der amerikanische Star-Investor Stan Druckenmiller hat es heute auf den Punkt gebracht, das, was die Fed und die beiden Regierungen hier machen, schürt jeweils die Inflation. Das ist wie so ein Hamsterrad. Man denkt immer, okay, jetzt haben wir die Inflation besiegt, dann lockert man die Zügel, dadurch steigt wieder die Nachfrage, die Finanzkonditionen lockern sich, die beiden Regierungen machen noch mehr Schulden und dann hast du noch mehr Stimulus und schließlich kommt die Inflation wieder und dann denkt man sich, hups, wie konnte das nur passieren? Das alles hat Druckenmiller heute in einem Interview bei CNBC komplett auf den Punkt gebracht und das ist das große, zentrale, übergeordnete Thema in einer fundamental ja sehr ruhigen Woche. Wenig Daten, wir haben Aktienmärkte, die euphorisch sind, die mit Zinssenkungen rechnen, eben aufgrund auch der Aussagen von Jerome Powell letzte Woche und den schwächeren US-Arbeitsmarktdaten. Also lockern sich, wie gesagt, die Finanzkonditionen. Nächste Woche bekommen wir die neuen Inflationsdaten aus dem April und das dürfte dann die entscheidende Frage sein, wie es mit den Aktienmärkten weitergeht. Schauen wir uns mal die Aussagen von Druckenmiller an. Der sagt also, der Wirtschaftspolitik von Biden würde ich ein F geben, das ist im Deutschen praktisch eine 6 und er wirft der Fed vor, die Inflation wieder zu schüren. Die Regierung agiert, als sei man in einer großen Depression oder in der großen Depression, also komplett Wirtschaft am Boden etc. Da würde ja vielleicht Stimulus Sinn machen, da würde vielleicht Schulden machen ja Sinn machen, aber noch nicht in einer Situation, wo wir in den USA noch im letzten Jahr Wachstumsraten von 4% hatten, jetzt immerhin noch 1,6 im ersten Quartal, wie kürzlich die Zahlen ja gezeigt hatten. Und das ist das große Problem, sowohl die Fed als auch die beiden Regierungen machen eine Geschichte, die nicht gut ausgehen kann im Endeffekt. Das ist eine Frage der Zeit, denn die Zinsbelastung steigt immer mehr, das Drama kündigt sich an, es ist ein Drama in Zeitlupe und der Druckenmiller sagt hier Reckless Government Spending und das alles letztendlich durch die Fed finanziert. Die Fed wird ja, das hat man ja angekündigt, die Bilanzreduzierung verkleinern und diese verkleinerte Summe dann letztendlich wieder in US-Staatsanleihen investieren. Auch das ist natürlich ein Grund für die Party an den Märkten. Und Druckenmiller sagt, also die Fed war doch in einer perfekten Position. Die Inflation kam runter. Die Financial Conditions haben sich gestrafft, wurden also rigider. Und dann sind sie irgendwie stehen geblieben, haben irgendwie gedacht, so jetzt haben wir das geschafft und jetzt stehen sie wieder vor dem Problem, dass sie wahrscheinlich wie in diesem Hamsterrad wieder von vorne andrehen müssen, weil sie dieselben Fehler immer wieder machen. Und das hat heute zumindest thematisiert Neil Kashkari, selbst ein Fed-Mitglied, der gesagt hat, anders als Jerome Paul, der uns ja letzte Woche versichert hat, ja, die Geldpolitik der Fed, die sei doch restriktiv, oder? Und Kashkari sagt, nee, die ist sehr wahrscheinlich nicht restriktiv, dazu ist die Inflation noch viel zu heiß. Wir müssten vielleicht sogar Subtext die Zinsen nochmal anheben. Das ist also ein eklatanter Widerspruch zu dem, was der Jerome hier kürzlich gesagt hat. Und der sagt, wir haben hier eine erstaunliche ökonomische Robustheit, aber die ist eben nicht so erstaunlich, wenn du eine Billion Dollar alle 100 Tage praktisch in die Wirtschaft kippst und das in dieser Situation, dass da die Inflation runterkommt, macht natürlich nicht viel Sinn und Alf verweist darauf, dass wir jetzt ein ganzes Quartal von heißerer Inflation und soliden Wachstumsdaten hatten, aber die Fed will dennoch die Zinsen senken, vor allem eben Fed-Chef Powell will dennoch die Zinsen senken. Das ist natürlich das falsche Signal zur falschen Zeit, die immer locker werdenden Finanzbedingungen und das alles ignoriert die Fed. Man tut so, als sei nicht dieses massive Stimulus der beiden Regierungen letztendlich eine Quelle der Inflation und wundert sich dann, naja, warum kühlt die Wirtschaft nicht so richtig stark ab, warum geht die Inflation nicht wirklich runter? Und wenn man ständig von Dingen überrascht wird, so hat es Sven Henrik hier formuliert, die jeder sehen kann, sollte man vielleicht nicht im Vorstand der Fed sitzen und er verweist mit diesem Chart von Junk Bonds, also Hochrisikoanleihen, hochspekulativen Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität, die jetzt wieder auch deutlich gestiegen sind, verweist also mit diesem Chart auf die super gelockerten Finanzkonditionen. Jetzt wird sich das ganze Spiel wieder von vorne drehen. Lockere Finanzkonditionen heißt stärkere Nachfrage. Stärkere Nachfrage heißt stärkere Inflation. Heißt dann die Fed wieder, oh, jetzt ist die Inflation ja doch wieder höher, als wir gedacht haben. Da müssen wir vielleicht irgendwie mal gucken, dass wir vielleicht doch nicht die Zinsen senken. Aber die Märkte preisen genau das ein. Aber there is no free lunch. Es gibt keine Schulden, die nichts kosten. Vor allem jetzt
jetzt eben in den Zeiten, wo die Nullzinsen vorbei sind, im April 2025, also in knapp einem Jahr, werden die Amerikaner dann 1,7 Billionen pro Jahr zahlen müssen. Hochgerechnet, das ist dann nach dem ganzen Sozialsystem der zweitgrößte Posten. Und heute die Meldung, dass Frau Yellen die 4 und 8 Wochen Bill Auctions, also kurzlaufende US-Staatsanleihen, jetzt in ihrem Volumen nochmal erhöht hat, also die Schuldenaufnahme vergrößert. Sie will da ja kurzlaufende Anleihen nehmen, damit die Amerikaner, der US-Haushalt nicht so lange gebunden ist an diese Anleihen. Aber das Problem ist, weil wir eine invertierte Zinskurve haben, sind diese kurzfristigen Renditen, die kurzfristigen Zinsen sogar höher als die langfristigen. Hier sieht man mal, für eine dreimonatige Staatsanleihe bekommt man eine Rendite von 5,38%, für eine zehnjährige nur von 4,43%. Also das geht immer weiter nach unten, je länger die Laufzeit ist. Eigentlich paradox, weil normal ist ja das Risiko größer. Je länger die Laufzeit ist, umso länger ist das Risiko gegeben, dass derjenige, dem ich das Geld geliehen habe, dann in der Zwischenzeit mal pleite geht. Aber das zeigt diese Verwerfung letztendlich an den Märkten. Und das, was da kommt, das ist praktisch ein kleiner Inflationsunfall mit Ansage. Hier mal ein Chart, der zeigt, naja, was passiert, wenn jetzt die Inflation Monat für Monat 0,1, 0,2, 0,3 oder 0,4% steigt. Und da sehen wir, wenn die Inflation 0,4% steigt, dann wären wir zur Wahl um und bei 4,8% wieder, wenn sie um 0,3% pro Monat durchschnittlich steigt, bei immerhin 3,9%, also fast 4%. Und hier sehen wir mal April 2023, sehen Sie hier links oben dieser Balken, da waren wir bei 4,9% Inflation, dann ging es runter auf 4,1% und dann auf 3%, das war das Tief. Und das heißt, die Messlatte, wie jetzt die Vorjahresinflationszahlen reinkommen, die liegt immer niedriger, dementsprechend die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann man diese niedrige Latte eben mit größeren Prozentzahlen letztendlich überspringen kann, also einer höheren Inflation. Und hier sehen wir mal die Inflationszahlen bisher, Januar 03, Februar 04 und März 04. Wir haben also derzeit einen Schnitt von knapp 0,4, 0,3 irgendwas, wenn man das mal hochrechnen würde. Und für die Daten, die nächste Woche kommen, CPI, nächsten Mittwoch, glaube ich, erwartet das Inflation Nowcast der Fed eine Inflation von 0,41%, dürfte also wieder in diesem Bereich 0,4% liegen und damit natürlich deutlich wieder höher. Zumal wir jetzt ja vor allem bei den Preiskomponenten im ISM gesehen haben, wie die Preise da massiv gestiegen sind. Was passiert da? Craig Shapiro bringt es auf den Punkt aus meiner Sicht. Sie verstehen nicht, dass offenkundig ein Defizit von 7% des BIP in einer Wirtschaft mit Vollbeschäftigung inflationär wirkt. Dann spielen Sie hier rum mit der Bilanzverkleinerung, die Sie nicht konsequent durchziehen. Und Sie versichern den Märkten immer, dass der Fed-Put noch existiert, sobald mal irgendwie Stress ist ein bisschen, dann wird sofort massiv hier eingegriffen. Also verlassen sich alle auf diesen Fed-Put. Also haben wir dann wieder dieses Pavlovsche Hundverhalten, das wir derzeit auch an den Märkten sehen. Die Leute wissen, was gespielt wird und sie wissen, dass die Fed in der Falle sitzt. Die Fed gibt dann immer wieder die entsprechenden Anreize und so dreht sich das Karussell immer weiter und immer weiter. Mit ungewissem Ende, jedenfalls mit einem Ende, das höhere Schulden bedeutet und letztendlich die Inflation nicht nach unten kommt. Kommen wir nochmals zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. No news is good news. Wir haben ja jetzt, was Fundamentaldaten, Wirtschaftsdaten betrifft, praktisch einen leeren Kalender. Das ist normalerweise ganz gut für die US-Aktienmärkte. Je weniger passiert, desto besser die Performance, scheint sich bisher zu bestätigen, zumal die Buybacks jetzt ja wieder stark eingesetzt haben. Der S&P vor dem heutigen Handelstag, also der Leitindex in den USA, mit dem größten Dreitagesgewinn des bisherigen Jahres. Das hat die Dealer, also diejenigen, die Optionen verkaufen in den USA, und der Optionsmarkt wird ja immer wichtiger, die sind jetzt Gamma Long. Waren vorher Gamma Short, sind also jetzt auf der Long-Seite abgesichert. Jim Cramer sagt, okay, der Sell-Off könnte jetzt vorbei sein schon, das ist ein gutes Zeichen. Und auch Goldman Sachs, ja, alles klar, jetzt in Richtung Allzeithochs, also der Optimismus ist groß. Und da hat ein bisschen gestört, dass eben jener Stan Druckenmiller, den wir vorhin schon gesehen haben, gesagt hat, oh, also ich habe jetzt mal Teil meiner Nvidia-Aktien verkauft, weil ich denke, dass diese ganze KI-Geschichte ein bisschen überhyped ist. Ja, wie kommt er denn auf diese Idee, meine Damen und Herren? Das kann man doch nicht sagen.
Und die Frage mit KI ist insofern auch interessant, welche Jobs werden da eigentlich verloren gehen? Wir haben heute mal eine Antwort von BP, British Petroleum, bekommen. Und die sagen, wir brauchen viel weniger Programmierleistungen durch externe Programmierer, und zwar 70% weniger eben durch KI. Es sind also wahrscheinlich solche Jobs, die flöten gehen. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Inflation bei Elektrizität massiv nach oben geht, weil die Nachfrage groß ist, weil alle Datencenter bauen, um da irgendwie KI zu trainieren. Wir sehen eine Inflation in den USA zwischen 29,4% und 50% über der allgemeinen Inflation bei den Elektrizitätspreisen. Das zeigt, dass diese Dynamik hier ungebrochen ist, auch gerade was Energie betrifft in Sachen Inflation. Und wenn wir nochmal zurückkehren zu Tech-Werten, sehen wir, dass die eigentlich gar nicht so gut abgeschnitten haben, selbst wenn sie Earnings gebracht haben, also Zahlen gebracht haben, die über der Erwartung lagen. Wir sehen, dass die in Relation zu anderen S&P 500 Unternehmen schwächer abgeschnitten haben, wenn sie die Erwartungen übertroffen haben im Durchschnitt. Das zeigt, dass eben Tech schon sehr weit gelaufen ist und andere Bereiche vielleicht nicht übergeordnet. Ist es so? Sichtbar am VWIX, das ist praktisch die Volatilität der Volatilität, dass es so günstig ist, wie praktisch seit einem Jahrzehnt nicht mehr, sich gegen mögliche Unfälle an den Märkten abzusichern. Es ist ja immer so, wenn alle euphorisch sind, denkt keiner, dass vielleicht eine Absicherung sinnvoll ist. Wenn alle ängstlich sind, wollen alle abgesichert sein, dann sind die Absicherungen extrem teuer. Wenn keiner sie haben will, weil alle sagen, ist doch die beste aller Welten, dann kostet die Absicherung sehr, sehr wenig. Und es gibt noch einige Querdenker oder Kritiker oder Skeptiker, könnte man sagen, wie Piper Sandler, die sagen, die Relief Rally ist questionable at best, also bestenfalls fragwürdig. Warum? Weil man eben sagt, ja, schaut euch die Konsumenten an, schaut euch das an, was die Unternehmen gesagt haben. Der Konsum wird ein riesiges Problem bekommen. Das ist etwas, was von den Märkten bisher in dieser Berichtssaison, glaube ich, noch ein bisschen außen vor gelassen wird, dass man voll auf diese Zinsfrage fokussiert ist und sagt, ja, die Zinsen werden sinken, aber die Fed wird die Zinsen nicht so schnell senken können. So meine These, so die größere Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir nochmal bei den Aktienmärkten sind, hier S&P 500, der Leitindex, ich hatte heute Morgen im Videoausblick gesagt, ja, dieses Gapfill bei 5.199, diese Zone 5.200, auch im Optionsbereich, extrem wichtig, das ist ein ziemlich dicker Widerstand, wird hier der Sprung über diesen dicken Widerstand gelingen, das ist die große Frage. Wegen Tesla wird es jedenfalls nicht einfacher, die Aktie heute unter Druck, nachdem die Auslieferungen in China eingebrochen sind und das in einem Markt, der Automarkt in China, der gewachsen ist, wieder relativ deutlich nach längerer Zeit, aber Tesla verliert deutlich an Marktanteilen. Heute hat man dann gesagt, man wird Grünheide, also die deutsche Gigafactory von Tesla, 4 Tage mal schließen. Das muss an der großartigen Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen liegen, ist meine Vermutung. Alle wollen sie Tesla haben, es gibt bald nichts anderes mehr als Tesla. Und wenn wir mal nach Deutschland noch kommen, dann sehen wir auch in Deutschland heute Morgen Aufträge in der Industrie -0,4% statt +0,4%. Wir sehen also, dass anders als beim IFO-Index etwa hier nicht wirklich erkennbar ist, dass es mit der Industrie in Deutschland nach oben geht. Wir sehen auch jetzt im April so viele Insolvenzen wie das Wirtschaftsinstitut das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Genau so muss es heißen. Wir haben einen Höchststand bei der Zahl der Insolvenzen. Vor allem sind auch sehr, sehr viele Mitarbeiter betroffen, weil größere Firmen wie Karstadt pleite gegangen sind, das 27. Mal, glaube ich, bei Karstadt. Aber man sagt, es wird besser, weil jetzt sozusagen eine ganze Welle erstmal durch sein könnte. Mal sehen, wie das weitergeht. Und all das hat auch natürlich zu tun mit der Energiepolitik in Deutschland, die eben dieser Industrie so stark geschadet hat. Und wenn wir mal sehen, was an den Märkten los ist, da gibt es ein iShare Global Energy, da sind eben vor allem dann auch Ölwerte und sowas drin. Und es gibt ein ETF von iShares Global Clean Energy, das geht konstant nach unten, das andere konstant nach oben. Also der Markt hat hier ein bisschen sein Urteil gesprochen. Abschließend, meine Damen und Herren, noch 2 Empfehlungen. Goldkaufrausch in China stützt den Goldpreis weiter. Die Chinesen kaufen weiter, wenngleich nicht mehr ganz so viel. Die wollen sich unabhängig machen vom Dollar, so sieht es aus. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite und letzte, nochmal diese Aussagen von Kashkari, der ganz klar und diametral
Paul widerspricht und sagt, nee, nee, das ist nicht restriktiv, was wir hier an Geldpolitik haben. Das ist das Gegenteil davon. Diese beiden Empfehlungen. Jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend und sage Servus, ciao.